was das früher wohl mal war. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander. Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Was kann mir ein Separatist schon anbieten? Die Waffen meiner Gegner. Nie benutzt, nur einmal fallen gelassen. Die meisten begehen den Fehler und unterschätzen uns in vielerlei Hinsicht. Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Erzähl mir vom Vorfall mit den Klerikern. Ich musste sie töten, ohne dass ein Wort verschwendet wurde. Ihr Fanatismus ist mir fremd. Dennoch hat er gereicht, mich zu attackieren. Zwei von ihnen konnte ich erwischen. Die anderen beiden sind noch in der Nähe. Gut, dass du keiner von ihnen bist. Die Gefahren, denen wir Separatisten uns stellen müssen, nehmen mit jedem Tag zu. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten. Du enttäuschst mich. Deinen Mangel an Loyalität kann ich nicht dulden. Darum wirst du jetzt durch meine Hand sterben. Dieser Hund hat wohl geglaubt, er kann uns entkommen. Aber diesen Fehler hat er mit Blut bezahlt. Separatisten oder Alps, Schmutz bleibt Schmutz, egal hinter welchem Gewand er sich versteckt. Sobald der Truppenführer das Signal gibt, werden wir die Stellung aufbrechen. Solltest du also noch etwas von ihm wollen, nutz die Gelegenheit. Der Alp ist tot. Kalans Wille wurde vollstreckt. Unsere gefallenen Kameraden werden in Ehren gehalten. Er aber wird im Dreck verfaulen. Hier, ein Zeichen seiner Gnade. Jetzt gilt es, den Kampf nach Xarkor zurückzutragen. Möge Kalan deine Wege leiten. Ob er das ernst gemeint hat? Warte, zu dir wollte ich gerade. Du hast uns den Hinweis über die Banditenbande in der Kanalisation gegeben. Wir haben sie gefunden.
Und da du den entscheidenden Hinweis geliefert hast, steht dir das Kopfgeld zu. Hier, du hast es dir verdient. Wegen der Waffenlieferung. Ich hab, was du wolltest. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, die Ware ist vollständig. Überzeug dich selbst. Schon gut. Das Misstrauen ist die Folge meines langen Aufenthaltes hier. Hier, wer mir die Last von den Schultern nimmt, soll großzügig entlohnt werden. Ach ja, der Waffenhändler. Wie steht es um ihn? Lebt er noch? Den gibt es nicht mehr. Gut. Kalans Strafgericht fehlt niemals. Du hast dir damit diesen kleinen Bonus mehr als verdient. Neugier kann tödlich sein.